So sind wir ein Stückchen weitergegangen. Also ist nicht der einzige Stör, den wir vorhin hatten, sondern es gibt noch mehr Störe, die gefangen worden sind. Gestern Abend habt ihr zugeschlagen, ne? Mhm, genau. Und gleich 4 Stück. Das ist natürlich eine Maßnahme, ne? Wer hat denn nun welchen gefangen? Also ich habe die beiden Größen gefangen. Ja, das war ja klar. Der Kleine, ja. Den Kleinen. Mein Sohn hat den Anfang gemacht mit dem Kleinen. Ah ja, und der ist gute 80 oder was, oder 75, 80? 80, ja. Und die anderen sind wie groß um und bei? Alle um 96, ja. 1 Meter und 1 Meter 1. Donnerschlag, das sind ja schon mal schöne Fische. Und schön Rabatz gemacht, die Tierchen? Auf jeden Fall, gut gekämpft. Ja, ne, und ihr geht vor allen Dingen nicht mit leeren Händen nach Hause, ne? Werden Sie zu Hause wahrscheinlich staunen. Vorher schon mal Störe gefangen? Erstmal auf Störe gegangen, ne? Ah, und was für einen Köder habt ihr genommen? Tauwurm. Ganz schlicht Tauwurm. Ja. Und wie weit raus? 5 Meter von dran, 5, 7 Meter. Also direkt an der Kante vorne. Mhm. Da strömen sie lang, da sausen sie lang, die Jungs. Wer immer in die Mitte vom Tümpel, ist ja so ein Zeichen bei Anglern, ne? Wenn man am Fluss steht, alle Angler werfen von der linken Seite aufs rechte Ufer und die rechts stehen, schmeißen alle nach links. Dabei sind die Fische oft wie immer direkt vor den Füßen. Und genau da fängt man sie dann. Ja, ja Mensch, ein tolles Petri Heil, ne? Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Für euch das Wochenende schon durch. Auf jeden Fall. Schon durch die Nummer. Ja. Könnt euch ganz entspannt zurücklehnen. Ja, genau. Entspannt zurücklehnen und weiter angeln. Genau. Schön, wenn man die Pflicht schon im Sack hat, ne? Eben. So soll es sein. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Petri Heil. Schlag zu. Ja auch, ne? Schönes Fischchen. Danke schön. Ja, wunderbar. Ja, so soll das sein. Erinnerungsfotos müssen einfach sein. Ja. Und schön tief. Hervorragend. Und dann ist alles gut. Allerbest. Aber das auch im Sack. Jo, vielen Dank. Du mal deine rote Pose weg. Ich habe hier so einen kleinen Zwerg dran, der richtig Randale macht. Das ist ja oft so. Und zwar kein Riese, aber immerhin, es ist mal eine Forelle. Man ist ja mittlerweile bei den Temperaturen schon dankbar, wenn man überhaupt mal was spürt. Ja, ist ja gut. Aber ich werde damit eins der Kinder wieder mit beglücken.